Ja, hier, komm schon, mach mal. Ja, genau, jetzt aber los. Jenny, du sagst es. So, wo ist es? Der Borrego Null Meridian. Ja, wir haben jetzt, genau. Ach, Frostnova-Spitzen hieß es. Nur zur Sicherheit, auch wenn das eh egal sein kann, weil wenn jetzt ein Kampf kommt, bin ich sowieso tot. Okay, weiter. Nerd. Oh, die Stelle kennen wir doch. Sind hier nicht die Attentäter aus dem Schloss rausgekommen? Erstmal einen Gummiflaume einsammeln. Ach genau, hier gibt es ja auch einen Heiler irgendwo. Wo war der denn nochmal? Da oben, glaube ich. Ja, genau hier. Fata Mondena mit sehr weiblichen Formen. Und ich glaube, es soll männlich sein, aber ich bin mir nicht sicher. Egal. Auf jeden Fall heilt es uns. Von daher ist es gut. Barbaren, die überflüssig finden. Wieso kann ich hier hinterherlaufen? Ich würde das einfach ein Feld tiefer machen. Da ist egal. Weiter nach Norden. Die Reise nach Norden. Wird das Spiel eigentlich noch weiter gemakert? Weiß ich gar nicht. Bombe. Ein See. Der See der Unendlichkeiten. Es sieht eher aus wie eine heiße Quelle. Und er sagt doch, es ist eine heiße Quelle. Und das ist einfach nur winzig. Ich weiß gar nicht, wieso das See der Unendlichkeit heißt, weil. Guckt euch das an. Das da ist alles. Aber es ist definitiv nicht unendlich. Ich meine, guckt euch diesen kleinen Tümpel da an. Das ist doch nichts. 1000 Gegner, die wir jetzt alle versuchen zu umgehen, weil ich wollte eigentlich Items finden. Hier ist ja gar nichts mehr. Wie doof ist das denn? So, da muss ich leider rein. Oder muss ich hier rein? Ich weiß ja auch, ich muss da rein. Hallo Lordi. Lordi, du machst übrigens tolle Musik. Ja. Und du hast damals den Eurovision Song Contest gewonnen. Und auf Lordi essen wir einen Keks. Ja. Genau. Ich habe schon wieder vergessen, was er macht. Er erzählt uns, dass er früher irgendwie so im Schloss ansässig war, glaube ich, oder? Nee, warte mal. Er erzählt uns jetzt von Graf Mondena. Wir gehen erstmal hoch. Nein, wir gehen nicht hoch. Ich darf nicht. Bla. Er erzählt uns jetzt was zu Graf Mondenas Hintergrundgeschichte. Und zwar läuft das darauf hinaus, dass Davias hier hingekommen ist und ihn dann ja quasi zu einem Vampir gemacht hat. Untot, versklavt, wie auch immer. Und hat ihn dann zu seinem ja, Handlanger gemacht. Und er sollte die Insel versklaven für König Chevron. Beziehungsweise Davias, wie auch immer. Ja, hier sieht man das jetzt. Alle noch lebendig und freudig und überhaupt. Und Rosa, die ihr vorhin gesehen habt, das ist. Vergesst, was ich gesagt habe, das stimmt überhaupt nicht. Wir kriegen noch eine Quest und sollen eine Untote töten. Das ist Lordis Frau. Das ist nicht Rosa, das wäre anders. Entschuldigung. Nein, James. Er hat was falsch gemacht. Man sieht nur die Hälfte deines Schädels. Was kannst du eigentlich, Davias? Dann werden wir jetzt erstmal Lordis Haus plündern, weil wir das können. Einfach so. Nachher, und er sagt uns jetzt noch, wo wir hin müssen. Wir müssen, wenn wir zum Kastell wollen, durch den Stachelforst. Wo wir nicht durch können, weil es da lustige Geister gibt, die uns töten, weshalb wir erst noch was anderes brauchen. Und um dahin zu kommen, müssen wir wieder woanders hin. Es sind aber jetzt nur so zwei, drei Map-große Gebiete, genau hier. Um dahin zu kommen, müssen wir den Leibwächtern vorbei. Um dahin zu kommen, müssen wir diesen Geistern vorbei. Und die können. Die sind untot und überhaupt unbesiegbar und wir können die nur mit so einer komischen Bannrolle verbannen. Die gibt es hier und ja.
um da hinzukommen, müssen wir eigentlich auch noch an so einer komischen Dryade vorbei und überhaupt ein Bla und keine Ahnung. So, und jetzt haben wir nur die Quest erhalten, dass wir seine Olle da töten sollen, weil die ist ja untot und doof. 34 Rio, und damit kann ich gerade mal nichts anfangen, weil es einfach nur viel zu wenig ist. Die Chaospilze, die hier lustig überall rumstehen, sammle ich später nochmal ein. Damit kann man nämlich auch nochmal Don Krotos Statuswert erhöhen, aber das mache ich wie gesagt später. Wenn ich weiter bin und an mehrere Orte hin kann. Und, na, aus welchem Spiel ist dieser Sprite? Na, wisst ihr es? Nein, nicht der Gesichtsbett, sondern der Character Sprite. Na, wisst ihr es? Wer es weiß, kriegt einen Keks. Ich sage euch nur so viel. In-game war der Boss absolut scheiße. Ich habe ihn gehasst. Okay. Scheinen etwas gegen Blitz anfällig zu sein. Aber nur ein bisschen. Nicht viel, nur etwas. Wie stark ist das eigentlich? Wow. Null. Boah, bist du gut. Sieg. Der Sieg ist dein. Es gibt XP. So, muss ich da überhaupt rein? Oh mein Gott, ich kann sogar dran vorbeilaufen. Ist das awesome. Okay, wir versuchen erstmal, wenn wir Items einsammeln, die hier noch rumliegen. Ich weiß ja, dass hier irgendwo überall Zeug rumfliegt. Gott, muss ich mich nachher noch mit Items eindecken. Und ich weiß schon, dass ich einen Kampf von den beiden möglichen Endkämpfen nicht schaffen werde, weil einfach so abartiger Gruppenschaden dabei rumkommen wird. Das wird einfach nicht machbar sein. Okay, dann versuchen wir uns nochmal und gucken, ob wir da unten noch irgendwie durchkommen, ohne Großkämpfe machen zu müssen. Okay, speichern, so runter. Ab ins Engelsrefugium. Ist nichts. Okay, nächstes. Hier kann ich. Oh, da ist doch noch was. Muha. Das ist seine Frau, die wir töten sollen für die Quest, was ich aber nicht tue. Die Tür ist verschlossen, aber... Ach, ich muss die töten? Was, hä? Diese Tür ist verschlossen, ich spüre eine starke Aura darüber liegen. Sehr merkwürdig. Ach so, ich muss die Truller dafür töten, damit ich hier durch kann. Ich dachte, ich habe jetzt eine Abkürzung. Dann eben nicht. Renn ich halt außen rum jedes Mal, wenn ich zurück will. Pff. So, hier gibt es aber noch mehr... noch ein Eingang. Na, geht doch alle weg. Das war die Stelle. Oh Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Hier war noch was. Okay, weg. Hier ist noch ein Ohr. Komme ich da dran? Oh
Gott. Ich speichere, bevor ich das mache. Ich will keine XP bekommen. Möchtest du wirklich speichern? Ja. Ich muss diesen Orb haben. Aber ich darf und will kein... Ich will und darf nicht. Na. Okay. Ach, geh doch mal weg, du dämliches Ding. Okay, den Orb habe ich damit schon mal. Jetzt muss ich nur wieder rauskommen. Alles eng und schrecklich und überhaupt. So, ich weiß jetzt nicht, was einfacher ist. Ich weiß, dass man von der Dryade hier irgendwas bekommt, damit man in diesen komischen Wald kann. Ich weiß aber nicht, ob ich dafür... Mit Sir Magnus muss ich, glaube ich, nicht reden. Er greift dann auf jeden Fall an. Das gibt auch wieder XP und das ist eklig. Hier liegt Sanktum. Nö. Eine Aggressorcado. Boah, bin ich gut. Wir kennen die Dinger sogar. Hallo Anima Gladius. Mit James Bond Musik im Hintergrund. Bla. So. Ich kann jetzt irgendwo lohnen. Oh mein Gott, es gab gar keine XP, das ist cool. So. Ja. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich in diesem Fall. Nee, ich müsste eigentlich mal übernachten vorher, oder? Ja. Nein, ich übernachte nicht. Ich bin ja fast voll. Hoffe ich. Okay, ich weiß nicht, was mehr XP gibt. Die Dreiergruppe oder die Vierergruppe da oben? Ich versuche einfach mal beides. Und, oh mein Gott, es sind StarCraft-Sounds. Und eine Blitzgranate. Ein Dunkelstreich und eine Schattenkugelparty. Klatsch! Blitzpuder-Multi. Voll effektiv und so. Ups. So. Schattenkugelparty. Lebt ja immer noch. Ist ja voll doof. Na, wo ist es? Mittlere Heilung. Was ist ein Dunkelstreich auf ihn? Nicht wie ein Influencer. Null Schaden an niemandem. Boah, ist das awesome. Okay, der ist tot. Ah, der hat keine MP mehr. Das ist doof. Ach, Glimmer. Doch, töte du mal ihn. Und dann greif du mal einfach an. Hey, 14, 17. Mein Gott, sind wir schwach. So, nein, das wollte ich gar nicht. Toll. Okay, 2580. Okay. 2580. Jetzt will ich einmal gucken, ob ich dann auch noch hier kämpfen muss, wenn ich jetzt hier lang laufe. 2580, okay. Ich versuche jetzt einfach mal die andere Gruppe. Achso, ich hätte mal, ja. 2580 XP gab das jetzt gerade. Okay. Das gab vor allem Geld. Und Geld wäre mal wieder voll gut, aber da kriege ich noch mehr von später. Okay. 2580 XP. So.